Die Raumfahrt hat ja immer mehr an Bedeutung zugenommen. Etwa 40% der Luft- und Raumfahrtindustrie sind hier. Wir sind also ein wichtiger Standort und es ist mir zu sehr unterm Radar. Wir müssen es über den Radar bringen, dass es auch sichtbar wird und Aufmerksamkeit erhält. Nur dann bekommt man auch die guten Leute und auch die notwendigen Forschungs- und Fördermittel dazu. Wasserstoff wird in etwa 10 Jahren die Bedeutung haben, die heute Öl hat. Nicht so weit in der chemischen Industrie, aber natürlich auch im Verkehr, Luftfahrt, Schifffahrt, schwere Transportfahrzeuge über die ganze Brennstoffzelle. Also das heißt, es ist sozusagen der Grundstoff, der energetische Grundstoff der Zukunft, aber auch der Grundstoff für viele Produkte, die man ja bisher aus Öl herstellt. Hier ist dann direkt ein Windpark in der Nähe, nicht? Und das heißt, da wird direkt Wasserstoff aus regenerativen Energien hergestellt. Nur dann macht er nämlich Sinn. Aber was hier gemacht wird, ist vor allem einfach die Technologien dafür zu erforschen, zu projektieren, Pilote zu machen. Und insofern ist das hier sozusagen der Standort, um mal die Erfahrung mit grünem Wasserstoff, wie man ihn herstellt, wie man ihn verwendet, wie man ihn transportiert, wie man sicher mit ihm umgehen kann. All das hier wird hier erforscht und erprobt. Also hier wird an der Zukunft gearbeitet.